In diesem Video möchte ich euch eine Basisübung zeigen, wie ihr beim Einsatz einer Seilwaffe eine Schlinge werfen könnt zum Fesseln, wenn ein Kontrahent das Ende eures Seiles gefangen hat. Ich bin Dirk von Nimporalf und wir sehen uns gleich wieder nach dem kurzen Intro. In der folgenden Übung zeige und erkläre ich das Prinzip, wie ihr am Seil entlang dem Kontrahenten eine Seilschlinge entgegenschleudern könnt, um dessen festhaltende Hand zu fesseln. Die Idee hierzu stammt aus dem Training mit dem Kyoketsushoke. Das Kyoketsushoke ist eine alte, traditionelle Ninja-Seilwaffe und mit dieser Waffe wird in einigen Dojos heute auch noch trainiert. Zum einen aus der Tradition heraus und zum zweiten, um ein Verständnis für Seilwaffen zu entwickeln oder für flexible Waffen zu entwickeln. Das Kyoketsushoke besteht aus einer Doppelklinge, einer geraden Klinge kombiniert mit einer gebogenen Klinge, einem Eisenring und beides ist mit einem Strick verbunden. Im Training benutzen wir eher für den Eisenring so einen Gummiring. Das hierbei handelt es sich um einen Beißring, ja, aus dem Tierbedarf, verbunden mit einem Polyamidseil. Anstelle des Rings mit dem schwarzen Nylonseil nutze ich in meiner Demonstration ein pinkfarbenes Kletterseil. Das ist etwas dicker, in der Umgebung leichter zu sehen. Es ist ein bisschen schwerer, verhält sich also anders als dieses dünne Seil hier. Aber ich hoffe, dass ich euch damit die Übung und das Verhalten des Seils ja, leichter zeigen kann, besser zeigen kann. Und bedenkt bitte hierbei, dass es sich um eine Grundübung handelt. Und nach der Videosequenz gehe ich auch nochmal auf ein paar Punkte und auf ein paar Details der Zweckmäßigkeit und des Nutzens ein. Doch jetzt zeige ich euch erstmal, wie es geht. Die von mir hier gezeigte Übung ist in einer realen Selbstverteidigungs- oder Verteidigungssituation sehr schwer umsetzbar. Das liegt zum einen daran, dass, wie eingangs schon erwähnt oder im Vorfeld schon erwähnt, ihr wohl kaum mit einem Seil herumrennen werdet oder die Situation, wo ihr ein Seil zur Hand habt, eher rar sind oder rar sein werden. Und zum zweiten, dass aufgrund der Seillänge die Technik, so wie ich es gezeigt habe, sehr, sehr langsam vonstatten geht und es hier genügend Möglichkeiten zum Konter gibt oder zum Blocken. Darüber hinaus ist bei dieser Technik auch die Anfälligkeit sehr hoch, dass irgendwas nicht funktioniert und damit die ganze Technik obsolet macht. Wo wir gleich zum nächsten Punkt kommen, dass die Schlinge, sobald sie sitzt, unter Zug gehalten werden muss, der Angreifer muss beschäftigt werden und ihr müsst sofort mit einer Folgetechnik oder mit einer abschließenden Technik die ganze Sache beenden, um zum Erfolg zu kommen.
Warum zeige ich die Technik dennoch? Man sieht immer wieder mal Videos, wo historische Waffen demonstriert werden oder so Vorführungen, wo unter anderem Seilwaffen präsentiert werden. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir sage oder wo ich denke, das ist interessant, hierfür könnte man es verwenden. Und also einfach so ein Überblick zu verschaffen, was ist mit einer Seilwaffe möglich, was geht. Aber wie gesagt, heute hat es also rein von der SV her keinen Effekt. Für solche Vorführungen, Demonstrationen ist es aber vielleicht eine interessante Sache. Darüber hinaus lässt sich das, was ich hier demonstriert habe, auch noch optimieren. Das heißt, die ganze Technik lässt sich viel schneller gestalten, viel direkter. Aber das ist mal ein Thema für ein anderes Video. Mich würde interessieren, was haltet ihr von dieser Übung? Und habt ihr schon mal mit einer Seilwaffe trainiert und was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Damit bin ich wieder am Ende dieses Videos. Danke fürs Ansehen und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder über einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Dirk vom NIMPORALF.